ständige Magenschmerzen, vielleicht noch eine Appetitlosigkeit dabei, das heißt, es funktioniert an der Stelle nicht richtig. Was hat Zink da für einen Einfluss drauf? Interessante Studie heute im Schlepptau. Alles das erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Good Guy. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Zinkmangel und jetzt die Überleitung dazu bei Symptomatiken jetzt gerade im Magenbereich, wenn es jetzt verstärkt zu Magenbeschwerden bei dir kommt, Schmerzen schon, vielleicht sogar ein Geschwür, was für einen Einfluss darauf die Ernährung hat, per se natürlich eine Fehlernährung und jetzt gerade schauen wir es uns an, es kommt verstärkt zu Schmerzen bei dir, bei der Verlauerung jetzt schon im Magenbereich, Magendrücken und in weiterer Folge wahrscheinlich noch eine Appetitlosigkeit, auf jeden Fall permanent Schmerzen, Unwohlsein. Und da schauen wir uns jetzt einmal kurz den Magen an, wie ist überhaupt aufgebaut. Die Funktion vom Magen natürlich, sie muss ordentlich ausgekleidet sein, die Magenwand mit einer Magenschleimhaut, denn der Magen ist jetzt gerade bei dir ein Säurebecken. Das heißt, der pH-Wert der Magensäure ist extrem sauer, da muss vorverdaut werden, das muss dicht sein. Das heißt, wenn deine Magenschleimhaut ausgedünnt ist und die Magensäure auf die Magenwand trifft, kommt es dort natürlich verstärkt zu Schmerzen dann. Dieses Gewebe, also dieses Magenendothel sozusagen, diese Zellschicht, sollte nicht mit der Säure in Kontakt kommen, eigentlich logisch. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Stress ist jetzt extrem schlecht für den Magen natürlich, mit einer gewissen Fehlernährung dabei. Da kann es jetzt natürlich schon allein durch eine hohe Stressbelastung dazu kommen, mit einer gewissen Fehlernährung, dass sich die Magenschleimhaut ausdünnt. Vielleicht vorab dann noch eine schwache Magensäure, die Magenschleimhaut dünnt sich aus, es können sich verstärkte Erreger dort dann einnisten. Der bekannteste wäre der Helicobacter pylori, der forciert das dann noch weiter, das heißt, der sorgt noch zusätzlich dafür, dass sich deine Magenschleimhaut ausdünnt und dann kommt es zu diesen Schmerzen dort. Und jetzt, wichtig, natürlich Studie unten verlinkt, es ist einmal untersucht worden, was gerade ein Zinkmangel für Einfluss jetzt gerade auf die Bildung deiner Magensäure hat. Dass es sozusagen nur durch einen reinen Zinkmangel jetzt schon dazu kommen könnte, mit einer Stressbelastung, aber auch ohne, in der Mäusestudie jetzt einmal untersucht worden. Was passiert, wenn jetzt, wie in dieser Studie untersucht worden ist, 5 Wochen einmal ein Zinkmangel bei den Mäusen induziert wird? Das heißt, die Mäuse kriegen kein Zink und manche sind mit einer Stresskomponente dann noch belastet worden und manche eben nicht, aber das Resultat war ziemlich das gleiche. Das heißt, die Magensäureproduktion ist bei den Mäusen jetzt verstärkt worden, auch die Pepsinproduktion, was ja eigentlich relativ vorteilhaft wäre, das heißt, du kannst jetzt besser verdauen und du kannst jetzt besser Pathogene abwehren an der Stelle, nur dummerweise kommt es dort jetzt verstärkt jetzt gerade zu dieser Ausdünnung der Magenschleimhaut bei diesen Mäusen, das heißt, es kommt dann verstärkt zur Geschwürbildung und jetzt natürlich auch zu einer Reduktion der Mastzellen an dieser Stelle, die jetzt auch gerade wichtig mit dieser Magenschleimhaut in Zusammenarbeit stehen vom Immunsystem her. Das heißt, die Magenschleimhaut wird jetzt ausgedünnt, es kommt jetzt verstärkt zu dieser Geschwürbildung und auf der anderen Seite wird jetzt aber verstärkt Magensäure ausgeschieden. Und das ist mit einem einfachen Zinkmangel jetzt bei den Mäusen induziert worden. Das ist an der Stelle natürlich doppelt schlecht. Von öffentlicher Seite, wenn man sich es anschaut, heißt es ja, wenn man sich so halbwegs anständig ernährt, ist es eigentlich unmöglich, dass man einen Zinkmangel bekommen könnte. Wenn man sich aber ansieht, wie industriell gefertigte Nahrungsmittel ungefähr aufgestellt sind von der Konstellation, ist halt viel mit Getreide dabei, das heißt, du hast viele Antinährstoffe, was die Zinkaufnahme jetzt wieder hemmen würde. Zucker steuert auch nicht allzu viel bei, das heißt, viel in der Fastfood-Schiene und das kann zu der Symptomatik Zinkmangel schon relativ schnell kommen. Schauen wir uns noch kurz an, wo Zink in der Ernährung verstärkt enthalten ist. Gerade Nüsse, Saaten bieten relativ gute Zinkstände, haben zwar auch Antinährstoffe dabei, aber bei Weitem natürlich nicht so viel wie jetzt industriell in Monokultur gezüchtetes Getreide zum Beispiel. Das heißt, Kürbiskerne sind eine sehr gute Zinkquelle zum Beispiel, andere Nüsse, Saaten auch. Und wenn es jetzt in die Fischschiene reingeht, Austern werden mit Zink natürlich am meisten versorgt, können sich die meisten auf Dauer vermutlich nicht leisten oder wollen sie auch nicht essen, aber da wäre am meisten drinnen. Fisch enthält auch noch relativ gute Zinkstände und in der Fleischabteilung ist auch relativ gut Zink enthalten und weitaus besser bioverfügbarer wie die pflanzliche Komponente. Also man kann sich von beiden Schienen ganz gut eindecken, man muss halt von der Ernährung breit aufgestellt sein.
Also gerade einseitige Ernährung jetzt mit einer zusätzlichen Stressbelastung könnte natürlich jetzt gerade die Bildung von Magenproblematiken jetzt natürlich erklären. Und da muss man natürlich zusehen, wenn es bei dir jetzt schon zu gewissen Symptomatiken gekommen ist, wie kommst du da wieder raus am besten? Wie gesagt, die Magenschleimhaut ist ausgedünnt, vielleicht sogar noch mit einer bakteriellen Komponente dabei, dass es dort an der Stelle überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Die Magensäure kannst du an der Stelle natürlich noch nicht stärken, die knallt ja auf die Magenwand, ist an der Stelle natürlich nicht hilfreich. Wie gesagt, der Zinkmangel befeuert das dann auch noch, dass verstärkt Magensaftsekret ausgeschüttet wird. Das heißt, in erster Linie wichtig einmal den Zinkmangel ausgleichen. Mit natürlichen Lebensmitteln, wenn es funktioniert, oder es gibt natürlich am Markt auch schon gewisse Präparate. Zink mit Kanusin ist relativ gut anscheinend. Da das Kanusin, habe ich auch ein eigenes Video dazu, die Eiweißkomponente einen sehr guten Schutzpuffer da hat, einen leichten Magensäurepuffer sozusagen, sehr gut für die Wundheilung ist und in Verbindung mit Zink gerade bei der Symptomatik sehr gute Eigenschaften hat. Was an der Stelle noch wichtig wäre, zum Beispiel wenn es jetzt auch mit Bakterien dann natürlich im Zusammenspiel geht, dass die Magenschleimhaut abgebaut wird, wäre sowas wie Krautsaft sehr gut anzuraten. Da sind verstärkt Senföle enthalten, die haben eine antibakterielle Wirkung. An der Stelle natürlich immanent wichtig, dass du deine Magenschleimhaut wieder ordnungsgemäß aufbauen kannst, Fastenperioden einbauen, Esspausen einbauen. Bei schweren Symptomatiken ist die Appetitlosigkeit natürlich auch noch dabei. Wenn man sich ansieht, die Zinkmangelsymptome, ist die Magensymptomatik gar nicht dabei aufgelistet, aber man sieht, es geht schon rein in verstärkte Infektanfälligkeit, in depressive Verstimmungen teilweise schon, brüchige Nägel, typische Mangelerscheinungen, Unwohlsein und wie gesagt, gerade Zink jetzt wichtig fürs Immunsystem als Regulator und jetzt gerade im Magenbereich für die Bildung, ordentliche Bildung der Mastzellen immanent wichtig, die jetzt gerade im Zusammenspiel mit deiner Magenschleimhaut dort für Ruhe im System sorgen, dass das ordentlich abgedichtet ist, dass du in weiterer Folge dann deine Magensäure wieder hochziehen kannst. Die ist nämlich natürlich die erste Barriere jetzt, dass keine Pathogene in den Körper eindringen können. Also wichtig, wie in der Studie unten erwähnt, einmal zusehen, dass da mal Ruhe ins System reinkommt, mit gewissen gewissen Mängeln dann natürlich ausgehen, an erster Stelle jetzt Zink und einmal zusehen, dass sich die Magenschleimhaut dort wieder aufbauen kann. Und natürlich die Dauerstresskomponente sollte weg, denn die knallte, man sieht es in der Studie unten recht schön rein, wenn es darum geht, Magensymptomatiken, Magen-Darm-Symptomatiken sind sehr oft natürlich auch mit einem dementsprechenden Lebensstil, wenn der äußerst stressig ist, wird das verstärkt er dann, verbreitet. So, wichtige Videos zu dem Thema noch, natürlich oben jetzt Zink, wo ist es versteckt in Ernährung enthalten, ein altes Video von mir und ein Video zu Kanusin hat noch sehr gute andere Eigenschaften, das Teil. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.